Mensch hingeht, begleiten ihn die Mikroorganismen. Und es gibt bei den Mikroorganismen verschiedene Arten von Mikroben. Einige können auch Infektionskrankheiten auslösen. Wenn wir Keime nicht mehr einfach so verbreiten, das würde uns allen sehr helfen. Bei Touching Surfaces geht es genau um die Fragestellung, wenn der Mensch etwas berührt, wo verbreiten sich die Keime, wo haften die sich an? Jeder Astronaut trägt seine Mikroorganismen auch in den Weltraum. Man muss sich die Raumstation wirklich als eine einmalige technische Umgebung vorstellen, wo der Mensch drin lebt, wo die Astronauten leben, wo Matthias Maurer auch seine Experimente darin durchführen wird. Matthias wird Touching Surfaces 15 Mal anfassen, innerhalb von 15 Wochen, jede Woche einmal. Und wir werden danach, wenn wir die Probenträger zurückbekommen, die Materialien anschauen, ob es Veränderungen gibt von der materialwissenschaftlichen Seite und auch von der mikrobiologischen Seite. In Touching Surfaces untersuchen wir verschiedene Materialien, einmal Stahl, einmal Kupfer und einmal Messing. Und die Idee dahinter ist herauszubekommen, welche Keime sich da anheften. Welche Materialien sind vielleicht auch für zukünftige Raumfahrtmissionen besonders gut geeignet. Der Grundgedanke von Touching Surfaces ist, dass wir die Möglichkeit haben, auf der Oberflächenstruktur und auf der Anhaftungsfläche einer Mikrobe aktiv werden können. Sobald der Mensch einen Touch Array anfasst, hinterlässt er Keime. Und die reagieren ganz verschieden auf die verschiedenen Oberflächen. Wenn ein weiterer Mensch die Oberflächen anfassen könnte, würde er entweder eine zweite Schicht auftragen oder würde die Keime von dem ersten Menschen, der diese Oberfläche berührt hat, vielleicht mitnehmen und übertragen. Touching Surface ist ein Aluminiumprobenträger, der ist schwarz eloxiert, der ist mit zwei Schrauben verschlossen und wir haben insgesamt 9 Probenträger. Wir haben verschiedene Oberflächenstrukturen. Was man hier unten sieht, das sind relativ glatte Strukturen. In der Mitte sieht man eine Struktur, die ist mit dem Laser behandelt worden, die auf der Größe ungefähr eines Mikroorganismus ist. Die dritte Oberfläche ist eine andere Struktur, die ist etwas größer als ein Mikroorganismus. Das Experiment, das sich Matthias Maurer ausgesucht hat, dieses Touching Surfaces, hat die Grundidee, dass wir die Topographie nutzen und auch die Metallart. Wir erzeugen diese Oberflächen durch ein Interferenzverfahren, indem wir Laserstrahlen benutzen. Und wir nutzen ein ganz spezielles Phänomen, um Oberflächen in mikroskopischer Skala zu strukturieren und damit diese Eigenschaften zu erreichen. Indem wir solche Strahlen zueinander bringen, ein Muster erzeugen. Und dieses Muster schießen wir in die Oberfläche. Was wir hier deutlich erkennen können, ist, die Bakterien lagern sich sehr gut in die Strukturen ein, dehnen sich aus, weil sie viel Kontakt suchen. Im Fall von Kupfer werden die Kupferionen freigesetzt, die die Bakterien am Ende töten. Und wenn wir uns die Bakterien etwas näher anschauen, dann sehen wir, sie sind eingefallen, haben diese Kerben. Diese Bakterien sind tot. Auf den Spitzen selber bleiben sie kleiner, da haben sie nicht so guten Kontakt. Wir haben 5 Touch Arrays in der Internationalen Raumstation und wir haben 10 Touch Arrays, die wir mit dem DLR School Labs untersuchen. Und für uns der wichtige Punkt ist, den Schülern zu zeigen, dass wir hier mit der Raumfahrtwissenschaft verschiedene Bereiche ansprechen. Wir reden über Physik, wir reden über Chemie, wir reden über Biologie. Aber wir werden auch verschiedene Probenträger mit unseren Kollegen vom Universitätsklinikum in Köln untersuchen, wo wir in dieses klinische Umfeld gehen. Die Raumfahrt und die erdgebundene Medizin haben eines gemeinsam, nämlich immunkompromittierte Menschen, einerseits Patienten, andererseits Astronauten. In den letzten Jahren und Jahrzehnten ist die Rate multiresistenter Erreger teilweise sprunghaft angestiegen. Die können bis zu Monaten teilweise auf unbelebten Oberflächen überleben, die man bei einer üblichen Raumdesinfektion nicht bedenkt oder übersieht. Der Einsatz neuer, geeigneter antimikrobieller Oberflächen hat das Potenzial, eine wichtige Ergänzung für die bisherigen üblichen Dekontaminationsmaßnahmen zu bilden. Umso wichtiger ist es hierbei,
dass eine praxisnahe Austestung erfolgt und die Prüfung von deren Einsatzmöglichkeiten. Und das ist so die Analogie zu unserem Weltraumexperiment. Hier sehen wir eine Anpassung zu einem sehr einmaligen Hintergrund, Mikrogravitation, Strahlenexposition. Und im Klinikum sehen wir die Bedingungen genauso sehr kontrolliert, sehr limitiert der Zugang. Sind diese Mikroorganismen auch noch zum Beispiel antibiotikaresistent, haben wir hier den direkten Transfer. Für mich ist besonders wichtig der Beitrag, dass wir hier zeigen können, dass die Luft- und Raumfahrtmedizin und auch hier besonders die Mikrobiologie als Schnittstelle zwischen der angewandten Grundlagenforschung, aber auch der Technik ist. Und bei Matthias ist hier der Hintergrund natürlich auch, dass wir schauen, wie sieht es aus mit dem öffentlichen Nahverkehr, in der Luftfahrt neue Materialien testen wollen, wo viele Menschen es viel häufiger anfassen als vielleicht die Astronauten. Wir alle steigen in S-Bahn, U-Bahn, Bus, ein System ein, wo wir Oberflächen berühren können. Der Astronaut hat seine Keime, aber auch jeder Passagier in einem Flugzeug, auch in einer Bahn, hat seine Keime, die er aufträgt. Und auch da wollen wir mit unseren technischen antimikrobiellen Oberflächen einen Beitrag leisten zur Keimreduktion der ganzen Gesellschaft. Musik.